YouTube, Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. Zum Jahresende werde ich tatsächlich nochmal ordentlich beschenkt. Vielen, vielen lieben Dank tatsächlich an die gesamte Community, an all die, die an mich gedacht haben und all die, die mich tatsächlich unterstützen. Heute machen wir ein riesen fettes Päckchen, ist auch extrem schwer, auf welches mir von Fantasy Freak zugeschickt wurde. Fantasy Freak ist ein Kartenladen, den ihr auf jeden Fall online findet. Den Link findet ihr unten auf jeden Fall in der Beschreibung. Solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken, fantasyfreak.de. Und der Kollege hat auch tatsächlich einen eigenen eBay-Shop. Also auch mal auf eBay auschecken. Dort findet ihr jede Menge Krimskrams. Und diese fette Box hat er mir zugeschickt. Zum Ende des Jahres tatsächlich nochmal Jahresabschluss-Opening an dieser Stelle. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin extrem hyped und dieses Opening möchte natürlich auch mit euch teilen, damit ihr wisst, was ich hier so für Annehmlichkeiten geschenkt bekomme. So sieht's aus. Langsam genieße ich den Ruhm des Yu-Gi-Tubings. Nee, ja, ganz so extrem ist es tatsächlich nicht, aber hat sich jetzt zum Ende des Jahres doch ein bisschen gehäuft. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin tatsächlich immer humble. Ja, also es ist für mich immer noch keine Selbstverständlichkeit. Auch die Interaktion mit euch, auch sozusagen der Austausch mit euch und der Austausch, der auch bei mir auf dem Discord stattfindet, das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Das ist erstens viel harte Arbeit, aber zweitens ist das euer Geschenk an mich. Und also mehr Belohnung als tatsächlich so eine starke Community im Rücken zu haben, gibt es tatsächlich nicht. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr hattet ein extrem gutes Jahr und konntet auch das Jahr jetzt entspannt ausklingen lassen. So dass 2022 auf jeden Fall mit Vollgas kommen kann und ihr auch voller Energie und Tatenkraft in eure neuen Projekte und in das neue Jahr reinstarten könnt. So, genug gelabert von mir. Wir machen jetzt diese fette Box auf. Und für all die, die zum ersten Mal hier auf dem Kanal sind und im Jahr 2022 extrem geilen Yu-Gi-Oh!-Content konsumieren wollen, hier seid ihr genau richtig. Abonniert gerne. Klickt die kleine Glocke an, Notification Bell, damit ihr in Zukunft auch darüber informiert werdet, wenn ich ein neues Video für euch parat habe. Hier gibt es tatsächlich allerlei bei mir auf dem Kanal. Jo, wir springen jetzt direkt ins Opening rein. Los geht's. So, und da ist das extrem fette Paket auch, passt gerade so tatsächlich unter meiner Kamera, unter meiner Konstruktion. Wir schneiden das Ganze hier einfach mal an der Seite auf. Dann natürlich oben einmal einschneiden, nicht zu tief einschneiden, nicht, dass ich hier irgendwas beschädige. Mach einfach mal. Ich bin gespannt, also super schwer. Also ich bin wirklich gespannt, was da drin ist. So, hier vorsichtig auf. So, dann machen wir weiter auf. Also auf jeden Fall ist hier jede Menge Papier drin, um das gute Zeug, was hier drin sein wird, auf jeden Fall ordentlich zu protecten. So, ich mach mal das Ganze hier zur Seite. Alter. Ihr macht mich fertig, ey. Also ich hoffe, ihr habt ja schon einen ersten Blick tatsächlich rein. Ihr könnt mir doch nicht so eine Sache einfach zuschicken. Das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Ja, ich habe hier ein bisschen Namensnennung betrieben, so, aber ganz ehrlich, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Also einiges davon könnt ihr ausgehen, werde ich definitiv mit der Community teilen. Ich will natürlich, dass ihr auch was davon habt. Ne, der eine Hand wäscht die andere, ihr wäscht meine Hände, ich wasche eure Hände. Ne, mit Corona mittlerweile müssen wir, glaube ich, alle, wie Hände waschen geht. Alter, ist das viel? Ey! So, das packen wir jetzt mal, ich schiebe das mal hier zur Seite, dann packen wir jetzt einfach mal alles gemeinsam aus. Also, ich musste mal hier irgendwie zur Seite wegdrehen, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll mit dem fetten Karton. Also, wir haben hier 1, 2, 3 Egyptian God Decks. Boom. 1, 2, 3. Structure Deck Cyber Strike. In jedem dieser Structure Decks ist eine Imperm drin und hier in jedem dieser Structure Decks ist eine. Hab hier einen Fehler bestimmt. Wir machen weiter, ist noch lange nicht fertig, Alter. 1, 2, 3 Egyptian God Decks Slifer. Also, lange noch nicht Ende der Fahnenstange, ne? Also, wir machen hier Sleeves en masse, Alter. Ist das heavy? Sleeves und noch mehr Sleeves. Und zwar mit dem The Dark Magicians Artwork. Also sprich im Dunkle Mario und im Dunkle Magamädchen. Ist das Fusionsmonster, wer es nicht kennt. Demnächst wird es einen Reprint geben in Legendary Duelist Season 3. Ich freue mich extrem drauf, weil die Karte dann definitiv günstiger wird. Alter! Guckt euch das an und ist noch nicht fertig. Deckbox, wo 70 Karten reinpassen.
noch eine Deckbox. Und hier an der Stelle noch eine Deckbox. Auch mit dem The Dark Magicians Artwork. Und jetzt wird es richtig spicy. Und zwar eine Megatin. Die, ey, ich hatte ja bei meinem Case-Opening keinen Crossword gezogen. Wenn hier jetzt der Crossword drin ist, dann wisst ihr, wo er sich versteckt hat. Und noch ein fettes Paket. Deswegen ist es auch so schwer, Alter. Das Paket kam an, ich dachte mir, was hat er da reingepackt? Steine? Nee, extrem viel heftige Produkte. Und zwar, hier, wie heißt denn das? Gold? Fuck, wie hieß denn das? Genau, dort sind nämlich die Decks drin. Warte mal, jetzt kannst du dich mit allen drei Decks duellieren, die der König spielt. Ah, yo, das sind die drei Deck-Strategien von Yugi. Unter anderem erhält das Ganze alle drei ägyptischen Götterkarten, ein bisschen Dark Magician-Kram, 41 Karten mit dem besonderen roten dunklen Magier, drei neue Secret-Rare-Karten und hier erhältlich das auch. 41 Karten-Deck mit Exodia, mit der unaufhaltbaren Exodia. Und dann, die drei historischen Karten plus eine Spielmarke. Das ist natürlich geil. Drei historischen Karten finde ich interessant. Habe ich so noch nicht zu Hause. Und auch diese Box habe ich tatsächlich nicht zu Hause und habe noch nie aufgemacht. Also ich sehe die immer nur im Schaufenster bei irgendwelchen Läden, aber ich habe die noch nie aufgemacht. Fantasyfreak.de muss ich tatsächlich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Weil extrem nice. Extrem nice Goodies, die ich definitiv mit der Community teilen werde. Bei uns finden ja wöchentlich Remote Duel Locals statt. Die sind kostenlos, an denen kann jeder teilnehmen. Und ich denke, da wird es die ein oder andere Packung geben, die ich an den Gewinner der Remote Duel Locals verlosen werde. Weil das ist natürlich unfassbar nett und auch unfassbar viel. So viele Sleeves, so viele Decks habe ich gar nicht. Ja, vielleicht doch, aber ihr wisst schon. Mann, ist das heftig. So, Alter, und wir machen jetzt mal gemeinsam. Ich will die Tin aufmachen. Die Tin Mike auf. Das ist meine Revenge für den Crossout. Da muss der Crossout drin sein. Das ist die Tin, wo der Crossout drin ist. Und die machen wir jetzt auch so. Ich schieb das alles mal hier zur Seite. Mann, ist das krass. Das ist so viel, ey, wirklich. Also mit so viel rechne ich gar nicht. Mit so viel will ich auch gar nicht. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Aus tiefstem Herzen Dankeschön, weil das ist zu viel, Mann. Macht sowas nicht. Ihr könnt sowas mit mir nicht machen. Das macht mein schwaches Herz nicht mit. So, wir machen, das machen wir jetzt wirklich auch. Ey, Crossout Designator. Ich sag's nochmal. Crossout-Designatore. So, wir machen das Ganze mal auf. Die muss ich wirklich aufmachen. Mein Case war nämlich so bescheiden, oder zumindest die Karten, die ich aus meinen... Also ich habe mir das Case mit zwei Kumpels geteilt. Shoutouts gehen raus an Philipp und Jonas. Wer das Video nicht gesehen hat, den verlinke ich hier oben, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Und wir haben uns sozusagen das Case geteilt. Jeder hat vier Tins aufgemacht. Jonas seine Tins sahen ganz gut aus, Philipp seine Tins auch. Keiner von beiden hat einen Crossout-Designator gezogen und dann dachte ich, okay, top, dann werde ich ihn wohl ziehen. War nicht der Fall gewesen. Da war tatsächlich im ganzen Case kein Crossout drin. Und nicht nur das, meine Tins waren auch richtig, also richtig bescheiden. Da war nix drin. Nix. Und hier, diese fetten, saftigen Päckchen in der Hand zu halten, ist tatsächlich ein mächtiges Gefühl. So, den packe ich mal zur Seite. Gehen wir einfach mal hier oben in die Ecke. Also, wir legen einfach mal direkt los. Machen ein Pack nach dem anderen auf. Und hoffen, dass wir was Geiles ziehen, wenn hier jetzt der Crossout-Designator ist. So, also, sieht man alles? Man sieht's. Gefräßiger, Krokodrache, Archetes, dann Flammendler Ritter, Astolfo, Proxy F, Magierin, Erignista-Karte, Link Party, AI Idol, Donnerhand, die erste Super Rare, die wir hier bekommen, Flammedle, Waffen und Claire, unsere Ultra Rare ist der Gizmekaku. Eria, die Wasserverzauberin. Ich weiß gar nicht, ob ich die Eria habe als Ultra Rare. Außer habe ich. Ich weiß aber nicht, ob ich die Eria habe. Melis, Dame des Jammers. Die habe ich tatsächlich schon, aber nichtsdestotrotz sehr gerne. Ich spiele Lair of Darkness. Da ist so ein Rarity Upgrade immer sehr willkommen. Dann haben wir die Flamme in der Ritter Kaiser. Charles. Linkabel, das beste Linkmonster aller Zeiten. Tapferer Pinguin und noch ein paar Melfis auf jeden Fall mit am Start tatsächlich. So, nächstes fettes Päckchen. Also ja, die Dame des Jammers. Ich überlege gerade, was gab es denn noch so als Prismatic? Also es gab viele Ultra-Rares, die extrem... Ice Dragon's Prison. Die habe ich nicht.
Habe ich nicht gezogen, habe ich mir auch noch nicht gekauft. Die wäre natürlich extrem nice. So, Gokimon, AI Ritual, Erdigenista, Rytron Beta Rasterbahn, Flamedler Ritter Hauptmann Roland, Dunkelheit durchdringen, eine der, ich sag mal, Promos, die hier mit drin waren. Und Rehschattenpuppe Wendy als Ultra Rare, ja, davon gab es zuhauf. Ist auf jeden Fall schon mal eine Spell. Stufe 4 niedriger Felsmonster, ach, irgendwas mit Sternbefreier, ja, genau, richtig. Sternbefreier Zeichen gab es hier als Prismatic Secret. Und dann noch ein bisschen Krimskrams hinten raus, jede Menge Steinbefreierkarten, wie wir hier sehen, war auf jeden Fall ein gutes Steinbefreier-Pack. So, die Karten packen wir mal hier auch wieder zur Seite. So, ein fettes Päckchen machen wir tatsächlich an dieser Stelle noch auf. Wahrscheinlich das letzte Megatin-Päckchen, was dieses Jahr in Yu-Gi-Oh! Deutschland aufgemacht wird. Hype ist auf jeden Fall da. So, Rosenmädchen, Link-Party, AI-Schatten, Hexwerkerin Genie, Kreissägenhai, Marienzessin Basila Lima, Steinbefreier Prüfer, magischer Hund, göttliches Arsenal, Doppel Arzeus, Himmelsdonner! Geil, Alter! Das ist doch mal ein extrem geiler Pull! Ist das fett? Das ist richtig fett, da freue ich mich extrem drüber. Hab auch schon geliebäugelt, damit mir einen zweiten zu kaufen. Also, ich habe ja einen Secret Rare. Aber das ist nice. Das ist wirklich nice. Und die nächste? Geil, Alter. Stabbrigade, Schurek, das unheilvolle Omen. Ist jetzt nicht die wertvollste Karte, die man aus der TIN ziehen kann. Aber ist egal. Habe ich nämlich nicht mehr. Und an der Stelle, geil. Geil. Mal gucken, ob das Deck die Banlist überlebt. Elfschattenpuppe abgelaufen. Als Prismatic Secret. Auch nicht schlecht. Gönne ich mir tatsächlich. Nice. Juju, dann Fallenstein Steinbefreier Karten. Blizzard, als die sieht so traurig aus als Kamen. Als Super Rare fand ich die ganz nice. Ewig Infernaler, Verhängnis, Erzunterwäldler, Cookie Zerstörer, Dogmatiker Nation. Also, wir haben auf jeden Fall mit dem göttliches Arsenal Doppel-Azeus Himmelsdonner auf jeden Fall, also das Päckchen war auf jeden Fall ein extrem gutes Päckchen, wie wir hier sehen. Also das war, da kannst du echt nicht meckern. Wir swipen hier nochmal durch, ja, Steinbefreier, Wendy, das war tatsächlich ein eher beschämendes Pack. Und dann gucken wir nochmal das andere Pack an. Ja, Dame des Jammers, Iria und der Kaku, ja, die waren, also das beste Pack war tatsächlich das hier mit dem göttlichen Arsenal Doppel-Azeus Himmelsdonner. Yo, die Box mache ich an der Stelle nicht auf, vielleicht irgendwann mal extra, vielleicht behalte ich sie auch einfach, vielleicht verlose ich sie auch, das werden wir dann in Zukunft auf jeden Fall erfahren. So, Shoutouts gehen tatsächlich an dieser Stelle nochmal raus an Fantasy Freak. Definitiv auschecken, fantasyfreak.de, Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Vielleicht ist das ein oder andere dabei, was euch, ich sag mal, den Start ins Jahr 2022 versüßt. Auf jeden Fall mal auschecken. Und damit beenden wir auch das Video. Ich habe tatsächlich an dieser Stelle nicht mehr viel zu sagen, außer für all die, die zum ersten Mal hier auf dem Kanal sind. Lasst mir doch sehr gerne ein Abo da, falls ihr in Zukunft extrem geilen Yu-Gi-Oh!-Content konsumieren wollt, seid ihr auf jeden Fall hier an der richtigen Adresse. Lasst uns im Jahr 2022 weiter gemeinsam wachsen. Und ich hoffe, dass euch dieses Opening hier zum Jahresabschluss gefallen hat. Nochmal Shoutouts gehen raus und vielen, vielen lieben Dank an fantasyfreak.de. Extrem nette Geste, vor allen Dingen das alles mit mir und meiner Community zu teilen, denn, also viel, ich glaube fast alles, vieles, extrem, ja, alles, was ich da eben gerade, was ihr hier gesehen habt, würde definitiv auch in irgendeiner Art und Weise wieder in die Community zurückfließen. Dankeschön. Damit machen wir auch Schluss. Ich hoffe, ihr habt einen extrem guten Start ins Jahr 2022. Lasst es krachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.